Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. So, und ja, es fängt eigentlich schon damit an, dass Game Dev Tycoon vom Markt genommen wird und wir haben immerhin 470.000 eingenommen. Tja. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Wir hatten wir schon hier, ja. Müssen wir wieder reinkommen. Also, wenn man ein paar Tage raus ist, dann ist man ein paar Tage raus. Ich habe mir aber überlegt, ich möchte eigentlich ehrlich gesagt die ganzen Dinger hier freischalten. Es gibt nämlich etwas, was ich unbedingt haben will. Deswegen machen wir jetzt so hier, das hier. Deswegen werden wir jetzt so schönen Themen forschen. Oh, Weltraum. Oh, Weltraumsimulation. Gott, schon wieder Simulation. Was ist denn los? Ich bin ja gar kein so großer Freund von Simulationen. Oh, was? Die Games Convention. Bis? Ach, das ist die E3. Die große Spielemesse wird in 4 Wochen stattfinden. Willst du daran teilnehmen? Ein kleiner Messestand. Das ist ein kleiner, aufklappbarer Stand, an dem wir unsere Marketingmaterialien zeigen können. Das ist nicht sehr beeindruckend, aber ein üblicher Standaufbau auf der E3. Kostet mich 80.000. Gut, das würde ja kein Problem sein. Ein mittlerer Messestand. Dies ist ein größerer Messestand an einer besseren Stelle. Wir können mit diesem Stand mehr Besucher erwarten und haben Platz, um Demos unserer Spiele zu verteilen. Okay. Großer Messestand. Mit diesem Paket haben wir einen eigenen Abschnitt in der Haupthalle der E3. Wir können mit hohen Besucherzahlen rechnen. Könnten wir uns leisten, aber wir haben gerade kein Spiel im Verkauf. Wir haben kein Spiel in der Entwicklung, also. Wir machen erstmal so allgemein Werbung für uns, würde ich sagen. Also einen kleinen Messestand. Finde ich so am besten. Krankenhaus, Weltraum, was haben wir denn als nächstes? Ach, es ist halt ärgerlich, weil so viele Forschungen können wir noch. Und die sind so viele Themen noch, die man erforschen muss. Das nervt so ein bisschen. Na gut, fangen wir mal mit der Entwicklung an. Haben wir denn hier schon irgendwas einfaches zwischen die ganzen? Ja. Das lohnt sich einfach nicht. Komm, neues Spiel. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ich würde sogar ein Krankenhaus machen. Machen wir einfach gleich mal Krankenhaus. Was machen wir denn? Ich glaube, den Namen habe ich schon. aber was zu was passt das? Haben wir den hier, Doktor Akula. Akula? Nee, so natürlich überhaupt nicht. Akula. Keine Ahnung, dichterische Freiheit, die machen sie einfach so hier. Doktor Akula. So, Dr. Agula saves the blood. Soll eine Anspielung sein auf den erfundenen Charakter von John Dorian aus Scrubs. Die Anfänger. So eine Art Serie, so eine Comedy-Art Serie. War sehr, sehr beliebt. Was sollen wir denn? Für den Gabling? Wäre eigentlich was für unterwegs, ganz cool. Aber wollen wir es denn casual machen? Ich glaube eher Strategie, oder? Naja, Strategie ist. Ach komm, mach mal casual, es passt zum Gaming. Da, passt zum. Wunderbar. Ich würde nicht schon mal ein Simulationsspiel jetzt machen. Okay, mach mal für alle, ja. Dr. Agula saves the blood. Hammer. Sehr schön. Haben wir dann wenigstens sogar was für die E3? Natürlich in unserer mittlerweile extrem veralteten 2D-Grafik. Okay, Story darf es ein bisschen haben, Engine. Ich würde so sagen. Ah, oh, da spielt. Ja, lineare Erzählung brauchen wir nicht. Unwichtig. Für ein Arztspiel, also ernsthaft. Eine Erzählung. Dialoge können. Ja, brauchen wir nicht. Hier kommen ein paar Dialoge. Darf es ruhig mal haben.
Level Design, künstliche Intelligenz beim Casual-Spiel, ne, beim Casual-Spiel. Oh, die E3. Hier, Dr. Akula Saves the Blood. Jetzt haben wir wenigstens noch einen Titel, den wir hier auf der E3 zeigen konnten. Was ist das überhaupt hier? Achso, das sind wahrscheinlich die Besucherzahlen. Vermute ich mal. Spielemesse. Dieses Jahr haben 46.734 Leute unseren Messestand besucht. Alter, dafür, dass wir nur so wenig Geld ausgegeben haben und so einen kleinen Messestand haben, ist es eine beachtliche Zahl. Dieses Jahr haben wir es nicht unter die Top 100 der meistbesuchten Messestände geschafft. Sobald wir mehr Fans haben, werden wir es bestimmt schaffen. Da bin ich mir sicher. Ja, will ich hoffen. Das wäre schon wieder ein Urlaub. Mein Gott, ich habe noch nicht einmal Urlaub gemacht und der nur am Urlaub machen. Ja, wir brauchen eine bessere Engine. Wir stinken so ab gegen alle anderen. Spielweltdesign. Unwichtig. Grafik. Sound. Ja, wir wollen ja quasi diese Todesschreie, wenn die Leute dann zerstückelt werden und das Blut ausgesaugt wird. Das soll man ja hören. Komm, hier ein bisschen Spielweltdesign darf es ruhig auch haben. So, oh, was haben wir denn hier? Heute hat Sony seine eigene Konsole namens PlayStation angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seinen Prototypen Play System komplett überarbeitet, nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Cool. Die neue PlayStation ist mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist ein alleiniges Eigentum von Sony. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielekonsolen sein könnte. Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab. Die PlayStation kommt in 2 Monaten auf den Markt. Der Controller sieht hier noch. Die Buttons sind falsch angelegt. Es erinnert hier noch so ein bisschen auch ans NES noch. Ans SNES. So, gleich darfst du in Urlaub. Fortsetzungen. Na, endlich. Dann können wir Fortsetzungen zu unseren beliebtesten Spielen machen. So, der kann jetzt in Urlaub. Ich arbeite alleine weiter. Naja. Levelaufstieg in künstliche Intelligenz. Na, immerhin. Und verbesserte KI. Cool. So, dann wollen wir jetzt noch einen Spielebericht. Achso, können wir noch gar nicht. Nein, eben nicht. Spielewertungen. Dann bin ich nochmal gespannt. Ob das ein Flop wird. Oh, das wird ein Mega-Flop. Aber die Casual funktioniert auf dem Gameling. Aber Krankenhaus passt wahrscheinlich nicht zu Casual. Immer eine 5. Ist nicht das Schlechteste, was wir bisher hatten. Heute wurde die neue Plattform PlayStation von Sony veröffentlicht. Nett. Ich bin aber gespannt, was bei dem Spiel zu nicht überhaupt nie gepasst hat. Oh Gott. Oh, wir verlieren Fans. Das ist ganz schlecht. Das ist nicht gut. Wenn man Fans verliert, dann ist wirklich was kaputt. Unsere Analyse nach Verkaufsstart. Krankenhaus und Casual passen überhaupt nicht. Sound ist sehr wichtig und Krankenhaus und alle passt. Super. Immerhin etwas. Wenigstens etwas, was man richtig gemacht hat. Ach Gott, das ist wirklich. Diese nervigen Forschungspunkte. Das Schlimme ist, durch diese Dinger, wenn man hier wenigstens richtig vernünftig Forschungspunkte kriegen würde. Aber das tut man ja auch nicht. Dann würden sie sich lohnen, weil die paar Kröten, die man da wirklich kriegt, das ist ja gar nichts. Also jetzt habe ich nicht mal Forschungspunkte bekommen. Wow. Ich bin ja begeistert. Kommen hier noch eine Logo-Animation. Ah, das Ding hier auch noch gleich. Ja, komm, kratz hier. Arbeite gar nicht erst weiter. Ist ja kein Problem. Ich feuer den Typen. Ey. Ist ja schrecklich mit dem. So, Achso, Forschung muss ich ja hier aufklicken. Jetzt könnten wir die 2D-Grafik-Engine forschen. Oh Gott, selbst Fortsetzungen kosten 20.000.
kosten 20 Forschungspunkte. Komm, ich will eine modernere Grafik. Obwohl 2D-Grafik? Lohnt sich das dafür überhaupt? Weiß nicht, die Zukunft liegt ja schließlich in der 3D-Grafik. Und wir scheißen auf die scheiß 2D-Grafik. Wir forschen stattdessen hier in weitere Dinge rein. Komm, jetzt machen wir hier mal Zombies. Schließlich ist die PlayStation 1 draußen. Da gibt es ein gutes Zombie-Spiel, was mir dafür einfallen würde. Hat das Ding noch Plus gemacht? Krass, es hat sogar 10.000 Plus gemacht. Erstaunlicherweise hat das nur 38.000 Plus gemacht. Und es war sogar teurer in der Entwicklung. Und der Gameling ist sogar besser verbreitet. Kurios. Verschiedene Faktoren, die darauf greifen. Wenn die sich kratzen, das ist so dumm, dass es dann nicht weitergeht. Also Pausen könnt ihr machen, wenn ihr Urlaub habt. Also der da. Ich arbeite sowieso die ganze Zeit durch. Ich bin zu fleißig. Oh, Isaac Mountain, Chef, jemand scheint unsere Kreditkarteninformationen gestohlen zu haben. Mit der Karte wurden in den letzten 3 Monaten einiges gekauft. Leider haben wir 21.400 verloren. Wow. Das ist nicht schön. Das ist sehr unschön. Ein Rhythmusspiel. Von mir aus. Komm, forschen wir erstmal hier ein paar Themen. Comedy. Komm, machen wir hier Militär. Können wir hier Call of Duty machen. Ja, kratz dich nur. Wenn du Läuse hast, dann geh zum Arzt. Trotzdem, hier kommen immer wieder diese Hände über diesem Bild. Merkwürdig. Tanzspiel, Detektiv, Gefängnis. Machen wir mal Gefängnis. Fällt mir auch ein Spiel ein, was man da machen kann. Ne? Ich hau jetzt zwar alle Forschungspunkte raus, aber Evolution, das könnte zu... Wir könnten Pokémon programmieren. Evolution und Pokémon, das müsste eigentlich müsste passen. Würde ich mal vermuten. Ach Gott, diese Arbeitsmotivation. Das ist schrecklich. Dungeon. Na, machen wir noch Dungeon. Jetzt haben wir gar keine Forschungspunkte mehr, aber was soll's. Jetzt haben wir wenigstens mal ordentlich einen Schwung an neuen Themen. Dann können wir jetzt mal was Neues programmieren. Okay, Fortsetzung. Eine Fortsetzung unserer allerersten Spiels, das erfolgreich war. Also alles, irgendeins, was über 8 hatte. Na, außer Duck Hunt, das will ich nicht schon mal machen. Nee, ist da auch nicht. Ach. Einer Flug übers Land ist mir noch zu neu. Ach komm, wir machen eine Fortsetzung von unserem allerersten Spiel. Vom NSA-Skandal-Simulator. Regierung und Strategie passt ja, wie gesagt, super zusammen. Okay, das ist... Warum habe ich das eigentlich Simulator genannt? Das war ein Strategiespiel. Fällt mir mal so auf. Okay, ich weiß ja, also einige kennen ja hier den Sam Samuel von Games Motion. Und zufälligerweise weiß ich, dass er studiert hat, und zwar Politikwissenschaft. Und deswegen Sams Weg zur Weltherrschaft. Oh, so als Fisch. Ach mein Gott. Kennt ihr das, wenn man irgendwas schreibt und man hat das Gefühl, es ist falsch und irgendwie weiß man nicht, was falsch ist? Also ich glaube nicht, dass es... Ich glaube, es mit einem R geschrieben wird und mit einem F. Ich habe Erfolg. Okay, Sams Weg zur Weltherrschaft mit Schreibfehlern. Bestimmt ein Schreibfehler drin. Strategiespiel... Muss auf dem PC sein, das ist halt so. Immer eine neue Engine, ja. Ich glaube, das hatte noch nicht mal eine Engine. Stimmt, der NSA-Skandal zum Beispiel hat ja gar keine Engine gehabt. Immerhin gibt es da eine Evolution. Wir machen 3D-Grafik. Ich finde, Sam sollte es in 3D geben. In wunderschönen Polygonen. Oder schöner Vektorgrafik, wie auch immer.
Sorry, Quest brauchen wir wie gesagt nicht. Gameplay, ja. Mal gleich mal so. Es kriegt aber trotzdem eine lineare Erzählung. Wir wollen schließlich das Beste drin haben. Quasi die Fortsetzung, auf die Fans ewig gewartet haben. Strategie, künstliche Intelligenz von da oben. Dialoge darf es ein bisschen haben. Für handgezeichnete Zwischensequenzen. Und weiter geht's. Oh, sogar Hype jetzt. Oh, es wird automatisch gehypt, weil es eine Fortsetzung ist. Oh, wie cool. Wir machen Open World. Schließlich die Weltherrschaft bezieht ja die Welt ein, also muss es Open World sein, das ist klar. Also das Schrecklichste sieht so unglaublich falsch aus. Was? Ah, ich hasse es. Diese Schreibblockaden immer. Spielweltdesign. Ah, schwierig. Mal so hier. Nachrichten. Das Sega Gear wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Naja, ist auch nicht so dramatisch. Na, haut mal die ganzen Fehler daraus. Machen wir wieder einen kleinen Messestand. Und beenden wir das Ganze. Oh, gleich 2 neue Rekorde. Das Spiel könnte mich wieder auf den Weg bringen. Und auch wenn da 100% ein Schreibfehler drin ist, auch wenn ich jetzt so gerade die Blockade habe und ich weiß welcher, ist halt so. Stereo-Sound. Geil. Können wir uns vielleicht bald vom Mono-Sound verabschieden. Aber jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, oh mein Gott! Die Fortsetzung rockt. Sam, du hast es geschafft, Alter. Respekt. Hervorragendes Spiel, ein Meisterwerk. Eine herausragende Leistung. Tja, Sam, dein Weg zur Weltherrschaft, der ist gesichert. Yeah, cool. Machen wir jetzt noch hier fix den Spielebericht und danach müssen wir leider auch schon wieder die Folge beenden. Aber ich will wenigstens, ich denke mal, ihr wollt auch wissen, was haben wir richtig gemacht. Fortsetzung. Champ Games Inc. hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels NSA Skandal Simulator veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt Sams Weg zur Weltherrschaft und wurde mit großartigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Kritiker lobten, dass Sams Weg zur Weltherrschaft eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Sowas labern die immer. Oh, jetzt noch das. Das müsste theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, hier nochmal den Verkauf nochmal nach oben bringen. Und wir kriegen Fans wieder zurück. Das freut mich am meisten. Cool. Fast 52.000 Leute waren am Stand. Aber wir nicht die Top 100, schau dann. Okay, künstliche Intelligenz scheint für dieses Spiel sehr wichtig zu sein. PC und Strategie ist eine großartige Kombination und PC und alle ist auch gut. Cool. Aber wie gesagt, an der Stelle muss ich leider die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, Sam, dir hat es auch gefallen. Wir haben deine Weltherrschaft finanziert, ja? Ja, jetzt geht's richtig los. Okay, also bis zur nächsten Folge. Cheerio.